Mille Miglia 1940, das 1000-Meilen-Rennen von Brescia nach Rom und wieder zurück. Wer hier gewann, hatte den Olymp des Motorsports erreicht. Das galt nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Autos. Alle namhaften Automobilhersteller nutzten die Mille, um neue Technik auf eine harte Probe zu stellen. BMW nahm 1940 mit gleich 5 Rennwagen teil. 2 davon waren Coupés, die eine bessere Aerodynamik als die offenen Roadster hatten. Eine Version des 328 war mit einer Karosserie des Aerodynamik-Pioniers Wunibald Kamm am Start. Das Auto ist, wie gesagt, 40 an den Start gegangen bei der Mille Miglia. Wir wissen, dass es 47 am Hockenheim gewonnen hat. Kling ist das Auto damals gefahren. Dann hat es einen Traum eines jeden BMW-Mitarbeiter als Dienstwagen von Herrn Loof, der damals bei Veritas hatte, gedient. Und Loof hatte einen schweren Unfall in den 50er Jahren, 1953. Und dann verliert sich die Spur. Also wir gehen davon aus, dass das Auto einfach nicht repariert worden ist, sondern einfach zerstört, also verschrottet wurde. BMW entschloss sich, das Kamm Coupé wieder auferstehen zu lassen. Von Grund auf musste der 328 mit Aluminiumkarosserie also nachgebaut werden. Es gibt nur ein Dutzend Originalfotos und das, was man über den 328 weiß. Fahrgestell, Motor und Achsen können weitestgehend von einem BMW 328 übernommen werden. Beauftragt wird René Große aus Wusterwitz in Brandenburg mit dieser anspruchsvollen Aufgabe. Es ist sehr schwierig. Wir müssen sehr, sehr viele Referenzmaße nehmen an den Fotos. Wir haben einige wenige Maße, die bekannt sind, so zum Beispiel die Maße der Felgen, die Durchmesser der Scheinwerfer oder vielleicht nur das Emblem, das BMW-Emblem. Die Maße rechnen wir dann hoch auf die entsprechenden Bauteile, die wir dann brauchen und bauen wollen. Und so geht das, ja. Mit viel Fingerspitzengefühl wird aus Aluminiumblech langsam aber sicher eine Karosserie. Und zwar mit Hilfe dieser Maschine, die durch eine filigrane Mechanik das Blech mit Rundungen und Kanten formt, bis es passt. Immer wieder müssen die Bauteile angepasst und danach meistens noch einmal bearbeitet werden. Die Karosserie des Kamm Coupés sitzt auf einem Aluminium-Gitterrohrrahmen, der sehr genau nach diesem Foto konstruiert werden konnte. Auch die Türen haben ihren eigenen Rohrrahmen, um den dann die Türaußenhaut durch Umschlagen des Randes befestigt wird. Neben Handwerkskunst sind bei diesem Projekt modernste Messmethoden gefragt, um die Maße, die nur auf den Fotos nachvollziehbar waren, auf das 1:1-Format zu übertragen. Trotz größter Anstrengungen passiert ein folgenschwerer Fehler. Eines der größeren Probleme war das, dass es ein Urmodell gab, das aus Schaum gefräst wurde. Man hat dieses nach bestem Wissen und Gewissen am Computer erstellt. Und trotzdem hatte dieses Modell im Endeffekt nicht in allen Bereichen die Form, die wir brauchten, um ein wie wir sagen, strakende Karosserie herzustellen. Wir mussten dann im Nachgang, nachdem sehr, sehr viel schon gefertigt war, wie Bodenbleche, Interieur, Armaturenbrett und so weiter, mussten wir diesen A-Säulenbereich noch um ca. 1-2 cm heraussetzen, was natürlich die gesamte Linienführung vieler Bauteile beeinflusste. Rennwagen haben nur wenige Zierteile, aber selbst die müssen beim Kamm BMW nachgebaut werden. Aluminium wird aufgeschweißt und danach gefräst, bis es die gewünschte Form erhält. Für so ein Bauteil gehen schon mal 2 bis 3 Tage drauf. Die Rohkarosse ist fertig. Jetzt muss der Wagen in die Lackiererei. Ursprünglich gab es einen ganz besonderen Lack. Es ist ja so, dass das Fahrzeug silbern war und damals hat man das mit Fischsilber gemacht. Das waren also gemahlene Fischschuppen unter anderem und da diese organisch sind, waren die nicht sehr langlebig. Also diese Lacke hielten, waren nicht lichtecht und hielten eben auch nicht so lange, sodass wir heute schon zu moderneren Lacken greifen, einfach um das Fahrzeug länger
silbern aussehen zu lassen. Heute soll der Wagen auch silber werden, aber matt. Der Lackierer muss in einem Durchgang, ohne abzusetzen, die gesamte Karosserie durchlackieren. Nach dem Auftragen der Farbe kommt die Endmontage unter enormem Zeitdruck. Nur noch 2 Wochen bleiben bis zum Concorso d'Eleganza. An der Villa d'Este in Italien, wo der 328 Cam der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Endlich, nach gut 3 Jahren Entwicklungszeit, rollt das neue 328 Cam Coupé aus der Halle und macht seine ersten Gehversuche. Die erste Probefahrt durch Brandenburg. Am Steuer der Erbauer René Große. Erleichtert. Ja, der erste Eindruck war hervorragend. Wir hatten Gänsehaut bei der ersten Fahrt. Und das Auto hat also zeigt keine Anzeichen von Schwächen. Es läuft sehr gut. Concorso d'Eleganza 2010. Bei einem der wichtigsten Oldtimer-Veranstaltungen der Welt hat der BMW 328 Cam Coupé den ersten erfolgreichen Auftritt nach seiner Wiedergeburt.